Ich stehe jetzt da vor dem Zenitsender. Was ist denn das für ein Dreckswetter da? Ich bin doch schon krank, wenn ich mir heimkomme. Ich wollte euch bloß Bescheid sagen, dass wir DNA-Spuren am Tatort gefunden haben. Und so wie es ausschaut, war der Täter auf gar keinen Fall ein Mensch. Unsere Profile haben das mittlerweile komplett ausgeschlossen. Im Moment gehen alle davon aus, dass er sich beim Verdächtigen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine geisteskranke Katze gehandelt haben muss. Geisteskrank deshalb, weil ja keine vernünftige Katze den klanglieblosen Körper von dem armen Ratzen liegen hätte lassen, sondern eine normale Katze hätte den kleinen Ratzen sowieso gleich gefressen. Aufgrund der Spuren, die wir am Tatort sichergestellt haben, wollen wir auch nehmen, dass die Mörderkatze bei der grausamen Tat überrascht worden ist. Die DNA-Analysen lässt weiterhin den Schluss zu, dass das eine schwarze Katze gewesen sein muss. Das heißt, unser Opfer hat auch noch Pech gehabt. Die Ringfahndung nach der schwarzen Katze läuft auf Hochtouren. Wenn es was Neues gibt, dann melde mich wieder.